1000. Weinen? Was? Achso, nicht, du meinst weinen. Nein. Kann man aber auch machen. Vergessen, wie man das mit der Batbox. Battery Box nicht so. Oh, ich bin so toll. Ich liebe mich. Okay, das ist so, wie ich das gewollt habe. Meine Fresse nochmal. An eine Batbox kann man ja nur irgendwie ein Kupferkabel anschließen. Ja, das hat nur einen Ausgang. Achso, nee, geht trotzdem. Dann verbinde ich die, weil ich habe zwei Maschinen, ich habe so verschiedene Maschinen, also so, dass ich am Ende auf dem Dach zwei Kupferkabel habe. Und dann wollte ich die beide an der Battery Box anschließen. Geht ja nicht, wegen einem Output. Ja. Aber ich kann die zwei Kupferkabel zu einer Leitung machen und die dann an der Battery Box machen. Warte, eine Battery Box oder eine Bad Box? Battery Box. Bei der Battery Box kannst du, glaube ich, immer... Die hat überall Outputs und Inputs. Nein, die hat nur... Doch. Ein... Nein, die hat hier nur so einen... Sieht nur so aus wie ein Anschlussteil. Das sieht vielleicht so aus, aber eigentlich funktioniert das alles. Das Kupferkabel geht da auch nicht dran. Hä, bist du dumm? Kupferkabel an ein Blue Electric Ding. Das, die sind in das StarCraft Kabel. Du brauchst Blue Electric, hier Blue Wire. Wie heißen die nochmal? Blue Alloy Wire. Ach ja, verdammt. und Badbox kommt da dann an den normalen Kupferkabel ran, oder was? Ja, eine Badbox produziert, speichert ja auch EU. Und das andere? Das ist Blue Electric. Also ach eine ja, Badbox ist wie eine Badbox ist wie eine Battery Box, nur dass die haben dieselben Effekte, nur der Unterschied ist, dass jeder einen anderen Art von Strom herstellt. Geil, der Helm ist voll aufgeladen. Okay, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Was? Oh, ich sehe so episch aus. Also, mal gucken. Nanosuit Body Armor, der ist zur Hälfte aufgeladen. Geht doch schon ganz schnell. Ach, den nehme ich erstmal raus, weil ich meine, warum soll ich da warten? Ich habe doch eh gerade ein Jetpack an. Das lade ich erstmal. Theoretisch überall so ein Kackkreatur. Ein Kackstadt, Ich tue erstmal Monster Drops weg, das gibt's nicht. So, Monster Drops. Das. Weil hier brauche ich jetzt nicht. Ich muss jetzt gleich mal weggehen. Ist gleich nicht nötig. Knochen noch und. Was geht? Nur nochmal ein Feuerstein. Ist dabei, nö. Behalte ich, das tue ich gleich mal weg. Das tue ich einfach mal hier in die Sammeltruhe. Einmal kommt vorne rein. Mein Bogen kommt hier rein. Die Rohre brauche ich da eventuell noch rein. So, 22 Alloy Wire. Jetzt habe ich 28 Stahlbarren. Gucken wir mal. Alter, ich hab einen ganzen Stack Stahl jetzt. Ganzen Stack. Alter, ist das cool. Jetzt kann ich mich endlich an mein gewünschtes Projekt wagen. Was denn? Irgendwie was so Stahl bauen oder so? Nein, daraus mache ich Schienen. Oder moderne Leiter. Ist Stahlwerkzeug besser als normales Werkzeug? Ja. Also ich meine besser als Eisen. Ja, wäre ja auch es muss ja auch logisch sein, wenn man aus Eisen mit viel Energie Stahl herstellt, dann muss Stahl ja besser sein. Erstens ist es doppelt so schnell. Ich glaube, Stahl ist erkennt man ja schon an der Rüstung. Stahlrüstung gibt mehr Schutz. Ja, irgendwie hatte ich Scheiße. Irgendwie hatte ich was im Kopf, dass Stahl nicht so gut ist, aber ich glaube, das kommt, weil ich wow, Mann, was soll denn das? Alles nicht.
Hä, wie jetzt? Funktioniert der Query trotzdem noch weiter, obwohl Support Frames kaputt gegangen sind? Echt jetzt? Die funktioniert noch weiter. Sind die ja irgendwie voll unnötig. Umsonst gebaut. Was? Umsonst gebaut. Aber nein, das ist normal beim Query. Da bilden sich ja so eine Rahmen. Ich hab gedacht, die müssen dran sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Todesschnitzel nicht aufesse. Das wäre ein bisschen scheiße. Ich hab jetzt zwei Todesschnitzel. Cool. Nur die bringen ja noch nichts aus. Also du hast einfach nur Schnitzel. Ja, nur halt, dass die Todesschnitzel heißen und dass mich das jetzt 10 Level gekostet hat, die beiden. Hättest du später machen können. Nein, ich hab da noch keine Bücher, dann kann ich jetzt auch die Level nutzen. Bevor ich irgendwie mal abkacke aus Dummheit oder so. Stimmt auch wieder. Wann sind die Todesschnitzel? Du so, danke, jetzt habe ich endlich einen Todesschnitzel, voll enchanted. Ist das so auf? Das wäre mir eigentlich scheißegal, Hauptsache ich habe mein Zeugs dafür bekommen. Ich glaube, das mache ich mal. Und ich habe zwei bemoosten Stein gefunden in meinen Truhen, das heißt, ich kann da ein bisschen... Drin, so eine Kacke. Ich kann ein bisschen dieses Enchantling-Haus da reparieren. Wieso steht das da überhaupt noch? Wollen wir das nicht wegnehmen? Ich du nimmst den Table dafür, dass zu es dir, da steht, ich baue mir ein Haus da richtig cool. Um ehrlich zu sein. Gut, ich baue das Teil ab. Nein! Wieso nicht? Ich finde das da richtig cool. Ah, ich hab verstanden, das wäre richtig cool, wenn wir es abbauen würden. Nein, ich finde würden. Das da richtig cool. Und weil ich da eh lang gehen muss, du hast mich ja dran erinnert, kann ich auch gleich mal ein bisschen bemoosten Stein mitnehmen. Hast du überhaupt welchen? Ich repariere das hier gerade. Ach so, na dann ist gut. So, fertig. So, ich brauche erstmal Holz für Sticks. So, mach dir erstmal ein bisschen Sticks draus. Jetzt habe ich noch Glasscheiben. Tue ich mal hier rein. Platzmarker brauche ich später wieder. Da ist nur noch Krimskrams drin, das ist nicht so schlimm. Du hattest den bemoosten Stein noch so in die Erde reingemacht, dass der zwar da ist, obwohl man ihn nicht sieht. Ja, deswegen das ich den war da ein bisschen dumm, aber ist ja egal. Ja, deswegen habe ich den da jetzt rausgenommen erstmal, damit ich die Wand da hinten ganz dicht machen kann. Okay. Jetzt sieht das wieder schön aus. Cool. Weil ich hatte nur zwei bemoosten Steine in meinen Truhen, das hat nicht gereicht. So, wenn du mich suchst, du kannst mich in der U-Bahn finden. Okay. Stimmt, da wollte ich auch mal wieder. Verdammt, hab ich nichts zu essen. Ich mach jetzt mal den in meinem Haus da den Gang zur U-Bahn fertig. Ich hab nichts mehr zu essen. Ich muss mein Essen. Ich hab grad alle meine Steaks aufgegessen oder was? Jetzt kann ich mal mit ein bisschen mit Behutsamkeit da Steine abbauen. Ich hab auch Behutsamkeit. Ich baue mit Behutsamkeit Cobblestone ab. Ist doch cool, kriegst du Cobblestone raus. Ey, kriegst du Sand raus? Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Übrigens, du kannst mit einem Miniumstein Cobblestone in Sand verwandeln. Einfach Rechtsklick drauf machen. Sehr dumm. Hat ja denselben IMC-Wert sozusagen. Wenn man es so sieht. Da sind noch 4. Da sind 8. War das echt alles an Nahrung? Ist nicht nirgendwo noch irgendwie... Da sind nochmal 3, sind 15. Das kann doch nicht alles mein Fleisch gewesen sein. 7 Hühnchen habe ich noch. Oh, schon wieder 5 Jojo-Meter. Geht doch etwas schneller als gedacht. Cool, cool. So, und die U-Bahn wollte ich mich sowieso schon lange mal kümmern. Wieso? Keine Ahnung. So, apropos, wie ist das jetzt mit den Na gut, das können wir nachher aber noch machen. Oder wird sie... Naja, egal. Ich dachte, du... Nimm die doch jetzt einfach alle und gibst mir dann später dafür was. Was denn? Ja, können wir dann noch immer noch überlegen. Nimm die doch einfach. Jetzt im Moment irgendwie nichts, was ich brauche. Nehme erstmal nur die Hill Cherry, also nicht wundern. Okay.
Nimm alles. Ich glaube, ich muss dafür erstmal einen Freelizer bauen. So schnell geht das gar nicht. Ich habe mir den Setzling mal in meine Truhe da reingelegt. Das mache ich dann gleich danach. Das nehme ich dann gleich danach in Angriff. Also zum Runterkommen kommt man hier echt was anderes installieren. Ich glaube, ich habe schon so eine gute Idee. Vor allem, wie ich dann den vom Quarry gewonnenen Platz nutze. Ich meine, mit dem Filler müsste ich jetzt die ganze Zeit dahinter rennen und die Items einsammeln. Mit dem Quarry kann ich jetzt einfach weggehen und lass ihn da laufen. Der läuft auch recht langsam, weil ich da nur eine Magmatic Engine dran habe. Aber was soll's. Achso, ich habe die Rubinschaufel dabei. Gut. Was? Hier ist ja Lava. Hast du deswegen hier nicht weitergemacht oder was? Kann sein.